Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Taro 55 zu einem weiteren Modru. Und zwar schauen wir uns heute zwei Horn von Rufus 820 an. Der Mod ist in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch gerne aus dem Steam Workshop downloaden. Auf der Map gibt es zwei Seilbahnen, drei Pisten und zwei Hütten. So, dann fangen wir auch direkt hier beim Tunnel an. Hier neben mir ist auch ein kleiner Bach. Mit dabei ist übrigens Klungi 12. Servus. Die Straße führt hier hoch bis hier zu einem kleinen Dorf. Ich werde jetzt noch ein bisschen durchfliegen beim Dorf. Hier ist auch ein Speicherteich bzw. See. Die Straße führt dann hier weiter rauf zu einem Parkplatz und zu einer Hütte namens Joch Hotel. Hier ist dann auch noch ein Parkplatz und dann ist man eigentlich auch schon hier im Skigebiet. Das ist die Weißhornbahn. Die Weißhornbahn führt bis hier oben hin, hat eine Piste, die hier weggeht. Und zwar die große, schmale hier. Direkt neben den Weißhorn gibt es dann auch das Schwarzhorn. Das ist ein Schlepplift, der führt hier oben hin. Ausstiege sind relativ klein gehalten hier. Weißhorn und Schwarzhorn sind hier zwei unterschiedliche Berge. Hier ist einmal das Schwarzhorn und hier drüben das Weißhorn. Der Schlepplift hat zwei Pisten eigentlich auch, die parallel mit ihm hinuntergehen. Hier gibt es dann auch noch eine kleine Pistenbullygarage und ein Wanderweg zur Sonnalm. Die befindet sich hier hinten. Und das war eigentlich schon das ganze Gebiet. Schreibt eure Meinung gern zu diesem kleinen Skigebiet in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ciao, Leute. Und bye.